Matschi, schon wieder ein Tor. Diesmal das entscheidende 1:0-Sieg hier im Hessen-Pokal im Halbfinale beim KSV Hessen-Kassel. Man kann sagen, es war fast unsere einzige Torchance, die wir konsequent genutzt haben. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, es war ein typisches Pokalspiel, ein Kampfspiel, vor allem bei diesem Wetter, dann nach dem Regenschauer. Ja, uns war es eine Warnung, dass gestern Münster gegen den Regionalligisten rausgeflogen ist und Chemnitz genauso. Und wir wussten, dass wir nur über den Kampf das Spiel hier gewinnen können. Den Kampf haben wir, denke ich, gut angenommen und ja, vielleicht am Ende etwas glücklich, aber das ist halt der Pokal. Ne? Jetzt Dienstag das Finale gegen Darmstadt, nachdem der KSC zum letzten Spiel kommt. Darmstadt bis jetzt 2 Spiele, 1 Punkt geholt in dieser Saison. Was rechnest du da aus? Ja, ich denke mal, das hat mit der Liga jetzt nichts zu tun, das Spiel. Das ist ein Finale, das wollen wir natürlich gewinnen. Und ja, ich denke mal, dass es auch ein Kampfspiel wird, vielleicht mit ein bisschen mehr spielerischen Aspekten. Weil heute ging das ja fast gar nicht und ja, wir wollen das Spiel jetzt gewinnen. Es bleibt nur noch ein Finale und ich denke mal, dass wir Darmstadt auch schlagen können. Alles klar, danke.